Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Enlisted. Wir sind mit dem T3-Deck der Deutschen in der Normandie gelandet, spielen eine Runde Eroberung, einen Modus, den ich jetzt nicht unbedingt in diesem Spiel brauche. Und ja, ich habe mir gedacht gehabt, aktuell ist ja Deutschland sehr schwer zu spielen, weil scheinbar wird es halt nicht mehr unbedingt so gespielt. Also es scheint mitunter einen Spieler zu mangeln, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind. Und da dachte ich mir, komm, machen wir uns das mal extra schwer und spielen T3 Deutsche. Ich werde es bestimmt bereuen. Ich habe es gerade schon mal versucht mit einer Runde. Die Runde ging keine 8 Minuten und der Gegner hat uns einfach eiskalt über den Haufen getrampelt und dann war es schon vorbei. Ja. Ah, wir geben ja nicht auf. Da ich ja sowieso noch 20.000 Punkte machen muss, ist es egal, ob ich das jetzt hier mache oder mit einem anderen Deck. Irgendwie müssen wir uns da jetzt durchbeißen. Das war wahrscheinlich so ein Zeppelin kaputt, oder? Ich rufe die Artillerie. Das müssen die unbedingt beheben, ne? Dass man die Artillerie, das Menü aufrufen kann, obwohl die Artillerie besetzt ist. Also, das muss unbedingt gefixt werden. Du weißt jetzt gar nicht mehr, wann du die Arti rufen kannst. Feuer auf den Platz! Na. Na gut. Ich höre einen Panzer. Was hast du für eine Waffe? Panzerfaust, okay. Ja, das T3-Deck, das ist dadurch, dass es sich vor der weichen Regel nicht gelohnt hat, großartig T3 zu spielen. Hat das eigentlich noch alles Mögliche drin? Da sind noch, glaube ich, ein oder zwei Trupps drin, die, keine Ahnung, noch nie gekämpft haben oder so. Ey, das ist so dämlich. Manchmal frage ich mich, ob sie ihre eigenen Updates auch mal prüfen. Oder ob die das einfach so rausbringen und schauen, was die Community alles so an Fehlern findet und dann Wetten drauf abschließen. Oh, das war ein bisschen doof. Flugzeug, Panzer, sehe ich alles jetzt gerade hier nicht unbedingt so. Ja, komm, wir versuchen es mal mit dem Flugzeug. Na, scheiße, unsere Bomber, das ist doof. Das wäre natürlich ganz gut, wenn das jetzt die feindliche Bomber gewesen wäre, hätte ich abschießen können, hätte die Punkte dafür kassiert. Da ich tatsächlich 20.000 Punkte brauche. Da nicht irgendjemand gerade drauf geschossen oder wurde der selber schon weggeflankt? Da ist er doch. Gut, dass das Ding so wendig und mobil ist. Das war's mit dir. Das Ding ist schon sehr cool, aber es hat leider nur zwei 250 Kilo Bomben. Das ist wirklich sehr wenig. Na gut, die Dauntless hatte auch null Chance. Also, hätte ruhig mal mehr Feuerkraft haben können, das Ding. Also, mehr Raketen, mehr Bomben. Oh, da steht ja was. Die Bombe natürlich auch nicht so. Hat niemand gesehen. Was hast du denn da für eine interessante Waffe? ZK383 sagt mir gerade gar nichts. Weil der Trupp hat auch nur Level 2. Also fahrt ja auch noch nie großartig im Einsatz. Ich bin ja auch immer noch dafür, dass man sich die Spielmodis aussuchen kann. Also, dass du irgendwie sagen kannst, ich will nur Eroberung spielen, ich will nur Invasion spielen oder sowas. Weil das ist so ein Modus, den brauche ich tatsächlich nicht.
zänke diesen Tisch fest. Anymore? Nein. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, Corey hatte mal eine Umfrage gemacht gehabt vor... Boah, vor etwas längerer Zeit, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie das Ergebnis war, aber ich glaube, der Eroberungsmodus, also welche Spielmodi halt am liebsten gespielt wird von der Community. Und ich glaube, dass Eroberung auf dem letzten Platz war. Bin mir aber nicht mal ganz sicher. Müsste mir das mal angucken bei ihm. Oder Corey, falls du das Video siehst, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann schreib doch mal das Ergebnis rein. Komm, die haben die Beretta. Die Beretta M1 ist eigentlich ganz gut. Damit kannst du arbeiten. Ludwig. Ah, Ludwig. Was war das? Das war nix. Nix war das, Ludwig. Ja, blind geschossen. Ne, das kann ich nicht zulassen. Das ist mein Kill. Ach, komm doch auf. Mein Kill. Ich hatte den schon angeleckt. Das lasse ich mir nicht nehmen. Den hatte ich schon angeleckt gehabt. So eine Klickbombe im Ehren. Also, das war aber schon mal. Hi. Deutlich ausgeglichen als die Runde davor. Da wurden wir einfach nur komplett überrannt. Was hatte der denn gerade für eine Waffe gehabt? Die Leute haben ja Waffen dabei, die kenne ich alle gar nicht. Das sind so alles wahrscheinlich Waffen, die ich irgendwann mal im Battle Pass geholt habe oder, weiß nicht, vielleicht die ein oder andere Eventwaffe könnte mit dabei sein. Aufgestanden und niedergeschossen. Ich brauche Deckung zum Nachladen. Schon? Aber hat die Runde gerade erst angefangen? Da war aber gerade ein Nest. Wo ist der Typ? Wie ich das immer hasse, dass die Bots ihre Waffen nicht nachladen, ne? Das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Erstmal eine H-War-Granate gefangen. Granate vor allem. Eine H-War-Rakete. Ach, die haben nicht mal Pistolen. Komm, du hast einen Wunderpanzer, damit musst du was reißen. Sehr gut. Weniger gut. Ach komm schon, hör doch mal auf. Naja, komm, Panzer bringt jetzt absolut gar nichts. Also ein bisschen bereue ich schon, dass ich Deutsch T3 spiele.
Aber so hat man wenigstens eine Herausforderung. Wir hatten im Stream auch zwei Runden gehabt, da haben wir Sowjets gespielt. Und das waren somit die langweiligsten Runden, die ich jemals in Liste gespielt habe, weil es war absolut null Gegenwehr. Also wirklich gar nichts. Eine Runde war ich die ganze Zeit durch nur im KV-2. Nicht, dass wir keine Punkte gemacht haben, weil es waren einfach alles nur Bots. Vielleicht ein oder zwei richtige Spieler oder so. Nee, du sollst schon das da nehmen. Aber falls ihr mal Bock habt, im Livestream mit dabei zu sein, dann schaut ganz gerne in die Videobeschreibung. Da ist alles zu Twitch verlinkt. Und da gibt es halt auch regelmäßig Livestreams. Meistens mittwochs und sonntags, wo sich das auch mal ein bisschen ändern kann. Und dort spielen wir mit der Community zusammen. Das heißt, falls ihr Bock habt, auch falls ihr neu seid, ist das überhaupt gar kein Problem. Ich gehe hier so oft drauf. Ich würde es jetzt einmal mit dem Panzer 3 versuchen. Vielleicht können wir mit dem Panzer 3 irgendwie ein paar Punkte noch sammeln. Aber dafür brauchen wir keine ABC-Munition. Es hat auch letztens jemand unter dem Video in den Kommentaren reingeschrieben, dass er, ich glaube, sechs Runden T2 Deutsche gespielt hatte. Sagt, das hat absolut keinen Spaß gemacht. Die haben wohl nur verloren. Was dann schon, ja, das kann ja schon den Spaß nehmen. Oh, siehst du, die Antipersonmine hat wieder was gefunden. Oh, ja, alles den ganzen Panzer einzuschauen. Gut. Ich meine, das war jetzt auch nicht sehr sinnvoll, mit dem Panzer direkt davor zu fahren. Aber ich lerne ja nicht aus meinen Fehlern. Okay, das ging jetzt. Das war sogar mir gerade zu schnell. Wie der mich da gerade weggemäht hat. Auf. Ja, ja, der Gegner macht uns auch eiskalt fertig. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Beruhigen wir uns alle mal. Das gehört zu uns. Alter Vater, ne, wir haben ja voll aufs Fressbrett bekommen. Ja gut, schnell mal verloren. Ja, aktuell kannst du echt keine Deutschen mehr spielen. Das ist echt wild, das ist echt bitter. Ich bin auch auf den ersten gelandet. Ich meine, guckt euch... Wir gucken uns das gleich mal an. Ja, also was willst du machen? Ich meine, Goldwimpel waren... Also es waren einige Spieler jetzt mit dabei. Also gehe ich mal davon aus. Ich weiß nicht, ob Bots Goldwimpel haben. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, die haben uns ordentlich verkloppt. Sind wir mal ganz ehrlich. Naja, ich hoffe, dass sich das in Zukunft wieder bessert. Das wäre nämlich ganz schön. Ich bin noch 8-mal draufgegangen. Ach, ja, 12-mal sogar. Ja, guck schon, glatt 1000 Punkte. Okay, ja. Ich hoffe zumindest, dass es euch gefallen hat. Dann lasst ganz gerne einen Daumen nach oben, da freue ich mich mal sehr drüber. Falls ihr Bock habt, schaut mal im Livestream vorbei. Damit bin ich raus, gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.